Dr. Frank ist niedergelassener Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Heidelberg. Er ist außerdem Buchautor von wirklich vielen Büchern, sehr erfolgreich, auch in der Öffentlichkeit, hat sehr, sehr erfolgreich publiziert. Er ist einem breiten Publikum lange bekannt, auch schon vor Corona. Ich habe nicht alle deine Bücher gelesen, Gunther, aber die letzten beiden habe ich gelesen, Der Staatsvirus und Das Staatsverbrechen. Und für mich sind das mit die wichtigsten Bücher, die in den letzten 2, 3 Jahren im deutschsprachigen Raum überhaupt veröffentlicht worden sind. Dr. Gunther Frank ist immer sachlich und er ist so gelassen, wie man bei diesem Thema sein kann. Ich bewundere, wie gut vorbereitet er immer ist. Und für mich ist er wirklich ein unbestechlicher Chronist der ganzen Corona-Jahre. Er verkörpert das Idealbild eines guten Arztes, dem die Gesundheit und das Wohl seiner Patienten wirklich am Herzen liegt. Lieber Gunther, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Ich weiß, du hast einen sehr, sehr engen Terminplan, uns heute Abend hier zu beehren. Und wir sind sehr gespannt auf seinen Vortrag. Ich freue mich drauf. Ich bin begeistert. Ausverkauft. Das ist einfach toll. Und ich kann auch nur sagen, lieber Kai, rein danach betrachtet, wen ich jetzt auch letzten 3 Jahre kennengelernt habe, was für tolle Menschen, waren die 3 Jahre wirklich zumindest diesbezüglich ein Riesengewinn. Es sind viele auch im Publikum. Ich finde es toll, dass ich euch kennengelernt habe und ihr seid eine Riesenbereicherung für mich. Und ich denke, es geht vielen so. Und insofern, das macht auch Mut. Weil ich habe schon auch den Eindruck, das Ganze auch langsam wächst. Ja? Also das Gefühl, dass man einfach sich zusammenfinden muss, dass man zusammen sich gegenseitig Kraft geben muss, weil wir haben ein verdammt dickes Brett zu bohren. Dass es so dick ist, hätte ich mir am Anfang vor 3 Jahren auch nicht gedacht. Das hätten gerne viele so. Corona ist vorbei. Naja, ein paar Fehler, okay. Aber jetzt bitte nach vorne schauen. Ja, also wirklich? Das geht schon wieder los in China. Ja. Oder die Impfstoffe, ja nicht nur Covid, sondern das ist alles in der Pipeline, von Malaria, alles mRNA, Gürtelrose, alles Mögliche. Ja, da unten das Nilfieber. Ja. Sie machen einfach weiter. Ja. Und es dreht ja richtig hohl. Ja. Es irgendwie, es hat schon jeder Hauch von Vernunft, der Objektivität verloren. Es wird alles bunt miteinander vermischt. Jetzt letztens auf, bei Davos, also wird das Jahrhundert der Pandemien ausgerufen wegen Klima. Ich frage mich immer, warum wir eine schwindende Bevölkerung haben und in den heißen Ländern sie so explodiert. Ja. Und es ist ein System, es passt alles zusammen. Das ist auch etwas, was auch in meinen Büchern beim Thema Ernährung und Gewicht schon früh geschrieben habe. Es geht darum, dass man uns mit wissenschaftlichem Segen vorschreiben will, wie wir zu leben haben. Es geht um Macht. Es wird wild alles durcheinander geschmissen. Es gibt Klima-Lockdown jetzt. Und nur mal so. Weil jetzt ist ja der Nachfolge Corona ist jetzt quasi die Klimakatastrophe, die Hitzewelle, die uns alle bedroht. Nur mal so, wenn man da auch mal, werde jetzt kein Klimabuch schreiben, weil das ist nicht mein Metier. Es gibt Leute, die haben das gemacht, und sehr gute Bücher. Und da kann man zum Beispiel entnehmen, dass die Universität Mainz im Jahr 2012 anhand von verschiedensten Dingen, also auch Erdbohrungen, Jahresringen von versteinerten Bäumen, also wirklich eine ganz breit angelegte Forschungsarbeit, das Klima von Nordeuropa in den letzten 2000 Jahren rekonstruiert hat. Und zwar belastbar rekonstruiert hat. Und siehe da, bei den Römern und so im Jahr 800 waren die Alpen weitgehend eisfrei. Ja, Hannibal ist über eisfreie Alpen mit seinen Elefanten. Und 800 auch. Wo sind wir?
Da sind wir, das ist die Klimakatastrophe. Und lassen Sie sich nicht einreden, dass in der Südhalbkugel es anders ist oder dass die Geschwindigkeit größer ist. Es ist vollkommen genauso frei modelliert wie die über, was ich was, Milliarden mit Corona-Toten, die uns 2020 angekündigt wurden, anhand von Modellierrechnungen, die durch und durch unseriös sind. Ich will nicht sagen, dass wir uns nicht über das Klima Gedanken machen sollten, generell natürlich Umweltschutz und dergleichen, aber die Panikmache, die gerade läuft, ist genau das gleiche Schema. Es geht darum, uns in Angst und Schrecken zu versetzen, um Macht über uns zu bekommen. Und das beschreibt der Kollege Esfeld wunderbar in seinem Buch Land ohne Mut, dass wir letztendlich dabei erleben, dass die objektive Wissenschaft, also wo es nicht darauf ankommt, wer etwas sagt oder wo man etwas sagt oder zu welchem Zweck man etwas sagt, sondern wo einfach gilt, 1 und 1 ist 2, egal wer sagt. Dass diese Form der Wissenschaft, die ja zusammen mit der liberalen Demokratie so viel Erfolg für die Menschen gebracht hat, so langsam umgebaut wird in eine Art Staatsreligion. Er nennt das politischen Scientismus. Und das heißt, es kommt nicht mehr darauf an, dass es etwas objektiv gilt, sondern nur, wenn jemand Bestimmtes das sagt, ist es richtig und auch nur zu einem bestimmten Zweck. Und diese Entwicklung ist schon seit 20 Jahren zu merken, aber die schlägt jetzt voll durch. Es ist einfach, was da täglich an Meldungen reinkommt, auch medizinischen Meldungen, ist einfach nur noch verrückt. Jetzt gehen Sie auf die Kinder los mit Bluthochdruck. Doch, die Herzstiftung fängt jetzt an. Ja, es ist außer Rand und Band. Also was ich täglich an neuen Pressemeldungen reinkriege, was jetzt schon wieder Diabetesbedrohung und Adipositas, es stimmt objektiv nicht. Übrigens Adipositas, Fettleibigkeit, heißt immer 2/3 der deutschen Männer sind übergewichtig. Ja, die 50% der deutschen Männer ist in der Gewichtsklasse 25 bis 30 BMI, die Hälfte der Männer. Das heißt, die sind übergewichtig. Ich habe Ihnen mal den durchschnittlichen, typisch deutschen, dicken Mann mitgebracht. Steht hier. Ich habe einen BMI von 27. Ich bin übergewichtig. Ich bin der typische deutsche übergewichtige Mann. So viel zur Übergewichtskatastrophe. Es gibt Adipositas, es gibt Hitze, es gibt gefährliche Covid-Infektionen. Aber sie sind nicht die Massenbedrohung. Das wird dazu benutzt, um über Angst Interessen durchzusetzen, die wir, wenn wir vernünftig bleiben würden, also nicht wir, wir sind ja geblieben, aber andere, die einfach keine Chance hätten, sich durchzusetzen. Aber durch die Angst wird das probiert und es geht gerade so weiter. Ja, ich kann ihr nur zustimmen. Nur anders, wie sie es meinte. Da ging es los. 18. März hat sie uns eingeschworen auf Verzicht, bis der Impfstoff kommt. Damals schon. Wir erleben eine Entwicklung, indem der Staat, die Institutionen Gefahr laufen, zu Verbrechern zu werden. Ich meine, der Staat ist immer schon, also Macht korrumpiert, das war immer schon so gewesen, aber es gab noch Institutionen wie den Rechtsstaat, wie die Institutionen, wie die Wahlen, die das irgendwie korrigiert haben. Aber das schwächelt gerade und dann kann es eben sein, dass die Akteure des Staats Dinge machen, die sie in meinen Augen zu Verbrechern machen. Und sie sind in meinen Augen während Corona zu Verbrechern geworden. Das ist so offensichtlich, dass es aber auch eine große Chance birgt. Man kann es an den Zahlen, die wir haben, leicht belegen. Das ist bei Klima komplizierter. Aber Corona wird vielleicht, ich wurde mal beschrieben als jemand mit einem robusten Optimismus, also wird vielleicht tatsächlich auch mal der Wendepunkt sein, wo man einfach irgendwann sieht, nee, so geht es nicht weiter. Ja? Und wenn wir wirklich auf den Weg der Vernunft zurück wollen, wenn wir wirklich wieder eine Gesellschaft werden wollen, die nach vernünftigen Kriterien entscheidet, sodass es uns allen zugutekommt, was passiert und nicht nur einigen wenigen,
dann läuft das nur über den Rechtsstaat. Eins habe ich gelernt während der Corona-Krise: Nicht die Demokratie entscheidet, ob wir in Freiheit leben. Es ist der Rechtsstaat. Und der ist ins Wanken gekommen. Und den müssen wir wiederherstellen. Und deswegen sage ich wirklich ganz bewusst: Die Corona-Krise ist erst vorbei, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen. Der Hauptteil des heutigen Vortrags von mir ist die Impfung. Ich sage bewusst auch Impfung dazu. Es ist genau gesagt eigentlich eine Gentherapie. Aber ich sage Impfung, damit jeder in Zukunft weiß, wenn er eine Impfung angeboten bekommt, kann es eine mRNA-Gentherapie sein und deswegen nachfragen. Und wenn es eine ist, sagen sie, Versuchskaninchen spiele ich nicht. Ja? Deswegen bleibe ich dabei, das Ganze Impfung oder Genimpfung zu nennen. Aber ganz kurz vorne rausgeschickt: Wir brauchen heute keine Studien mehr, um zu zeigen, dass Corona in keiner Weise eine außergewöhnliche Bedrohung für unser Gesundheitssystem war. Brauchen wir keine Studien mehr. Nehmen wir einfach die Zahlen, die wir haben, nur ganz kurz. Das sind zum Beispiel die Abrechnungsziffern, beziehungsweise die Fallzahlen von einer Institution, INEC, die das sammelt, öffentlich zugänglich. Und da kann man klar sehen, die Belegung war 2019 viel höher wie 20 und 21. Also es gab viel weniger Patienten und in der Intensivbelegung ganz genauso. Also es gab viel weniger Intensivpatienten wie im Jahr 2019. Also da war schon mal überhaupt nichts zu sehen. Dann ist die Frage: Von dieser niedrigen Belegung, wie viel hatten die Diagnose Covid? 2%. Ja, es hat eben das Leibniz-Institut schon im April 2021 vorgelegt für 2020. Jens Spahn hat es in der Pressekonferenz selber präsentiert. Da steht 2% drin. Und die stimmen nicht mal, weil wir wissen ja ganz genau, dass die Diagnose Covid aus abrechnungstechnischen Gründen viel zu häufig vergeben worden ist. Auch Leuten mit verknacksten Knöchel, aber positiven Test, bleiben sie mal 2 Tage auf Intensiv zur Beobachtung, kann die Krankenhaus 10.000 Euro zusätzlich abrechnen. Plus und. Also wenn man großzügig schätzt, waren von der Unterbelegung der Krankenhäuser etwa 1% echte Atemwegserkrankungen, wobei Covid-19 bei weitem nicht die häufigste Atemwegserkrankung war oder Infektion, weswegen Patienten in den Corona-Jahren in den Krankenhäusern waren. Völlig irre. Aber lassen wir das, das soll heute auch nicht so aktiv darauf eingehen, auf die Krankenhausgeschichten. Auch die Übersterblichkeit war nicht vorhanden 2020. Das ist jetzt eine Übersterblichkeit ist schwer zu errechnen. Ja, die Bevölkerung ändert sich, es kommen Faktoren dazu, kann man schlechte Jahre miteinander vergleichen. Ich halte es am besten, man nimmt einfach Alterskohorten, wie zum Beispiel die 80- bis 84-Jährigen, also 5-Jahre-Schritte, und vergleicht, wie viel Prozent sind in dieser Alterskohorte gestorben. Und wenn man das hat, dann nimmt man in der Gesamtzahl, sieht man, dass 2019 das Jahr mit der geringsten Sterblichkeit war, 2016 auch das eine sehr geringe Sterblichkeit und dann kommt schon 2020. 2020 war ein Jahr mit geringer Sterblichkeit. Das änderte sich 2021 übrigens und zwar erst in der zweiten Jahreshälfte. Warum wohl? Ja, und das bei den Jüngeren vor allen Dingen. Also Übersterblichkeit 2020 wegen Covid, never. Und dann könnte man ja noch sagen, okay, wir haben keine Übersterblichkeit, die Krankenhäuser waren schlecht belegt, ja, weil wir so tolle Maßnahmen hatten, könnte man ja sagen. Aber auch da haben wir die harten Daten der Ländervergleiche. Wir müssen uns nur Schweden anschauen oder halt in den USA bietet es sich besonders an. Zum Beispiel, das ist ein berühmtes Beispiel, North Dakota, South Dakota, hier strenge Maßnahmen, hier ganz lockere Maßnahmen, kein Unterschied im Infektionsverlauf. Oder Florida, im Oktober 2020 alles aufgemacht. Kein Unterschied zu Kalifornien, die ganz streng waren. Also da brauchen wir jetzt gar nicht länger zu diskutieren. Covid-19 hatte das Potenzial, die Krankenhäuser zu überlasten und die Maßnahmen waren sinnlos.
aber schädlich. Ja. Und zwar so, dass wir wirklich messen können, dass Leute daran gestorben sind, weil sie auch teilweise nicht in die Krankenhäuser gegangen sind. Und gibt es viele Gründe. Es gibt die katastrophalen Berichte über die psychologische Situation von Kindern. Also es ist ein Desaster und letztendlich auch haben wir den Hunger und die Verschlechterung der Menschenrechtslage in die armen Länder gebracht durch unseren Lockdown. Tolle Solidarität, ganz klasse. Und das ist ein Thema für sich, was sich hier in den Altersheimen, in den Krankenhäusern und den Kinderheimen abgespielt hat. Wie Menschen allein sterben mussten, wie sie vereinsamt sind, wie sich die Familienangehörigen nicht verabschieden konnten. Und mir hat eine Betreuerin eines Kinderheimes erzählt, wie das dazugegangen ist. Erst hat man den Kindern richtig Angst gemacht. Sie sind schuld, wenn sich die Großeltern anstecken oder die Erwachsenen. Und dann hat man die täglich getestet. Bei positiven Test eine Woche aufs Zimmer. Zimmertür zu. Ja, Essen vor die Tür gestellt. Kommunikation, Tür auf, beide Masken an. Auf Toilette nur, wenn der Gang frei war. Sowas nannte man früher Einzelhaft oder vielleicht sogar Einzelfolter bei Kindern. Und wenn dann der Test nach einer Woche immer noch positiv war, wurde es eine Woche verlängert. Sag mal, sind wir wahnsinnig geworden? Die Betreuerin hat mir erzählt, ging dann teilweise abends noch, hat sie sich in die Zimmer geschlichen der Kinder, um sie in den Arm zu nehmen. Ja? Und eines der Kinder hat zu ihr dann gesagt, wann fängt denn das blöde Corona endlich an? Weil die haben ja keine Symptome. Es ist wirklich ein Zusammenbruch von zivilisatorischer Grundsätze, die da passiert ist. Und die Leute weigern sich, sich dem zu stellen. Wird sich ändern. Ich habe als ich das erste Buch geschrieben habe, habe ich einfach gedacht, also Leute, es wirkt sich einfach diese Dilettantisierung unserer Institutionen aus. Die Institutionen sind nicht in der Lage, hier vernünftige Risikoabwägungen zu machen und deswegen geht das so schief. Und dann kam die Covid-Impfkampagne. Und dann habe ich mir gedacht, hoppla, das war vielleicht doch nicht einfach nur Inkompetenz, sondern das hat einen Plan. Und zwar tatsächlich. Es hatte tatsächlich den Plan, der Lockdown, die Maskenpflicht, die Diskriminierung der Kritiker hatte den Zweck, den Leidensdruck zu erzeugen, damit wir einen neuen Arzneimittelstoff als Impfung und Retter akzeptieren. Damit ein Ladenhüter aus der Biowaffenforschung, der nie eine Chance gehabt hätte, zur Zulassung zu kommen, jetzt politisch durch die Zulassung gepeitscht werden kann. Da bin ich der festen Überzeugung, das war eigentlich der Plan der gesamten Geschichte gewesen. Biowaffenforschung, ich gehe auch nur ganz kurz ein, ich habe auch einen längeren Vortrag, da erkläre ich das genauer, aber im Buch steht es auch drin. Mein Kronzeuge ist der David Martin hier, Arzt und Patentanwalt, der hat es in seinen Essays sehr gut beschrieben, dass es ein riesengroßes Netzwerk gibt, amerikanische Gesundheitsbehörde, Pentagon, die großen Stiftungen, Gates und Wellcome Trust und so weiter, die seit etwa 20, 25 Jahren an Coronaviren forschen, um daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Biowaffen und die Gegenmittel der Biowaffen, die brauche ich ja für die Zivilbevölkerung. Da kommt die mRNA ins Spiel. Ja, das war als Gegenmittel geplant. Und da ist viel, viel Geld reingeflossen, 4.000 Patente. Und immer wenn Patente vergeben werden, hat jemand eine Gewinnerwartung, die er sich durch Patente sichern will. Und in diesen 25 Jahren 4.000 Patente, aber kein einziger Dollar Profit. Die haben mehrfach versucht, was ja okay ist, aus einer Waffenforschung einen zivilen Erfolg zu machen. Zum Beispiel das Navi im Auto kommt aus der Waffenforschung, wie auch der Radar und so weiter. Aber denen ist das nicht gelungen. Die haben das nicht geschafft. Und dann haben sie die Idee gehabt, wir brauchen einen Hype. Ja, wir brauchen eine Pandemie, damit wir das Zeug verkaufen können. Und auch hier ist heute nicht, möchte ich nicht genauer darauf eingehen,
wie der Hype zustande kam. Also er wäre irgendwann gekommen. Das war klar gewesen, dass eine Pandemie kommt. Ich persönlich glaube, dass es aber trotzdem ein Unfall war in Wuhan und dass dann, nachdem China aus Angst, weil die wussten, das ist eine Biowaffe, diesen Wahnsinns-Lockdown gemacht hat in Wuhan und die WHO auch da motiviert hat, entsprechend Panik zu schieben, waren die Europäer ja noch völlig cool. Ja, also bis in den Februar hinein, Spahn, Wieler, alle gesagt, nö, ist eine Grippe, kein Thema. Und dann hat dieses Netzwerk, dieses Gain-of-Function-Netzwerk, das ist dieses Biowaffennetzwerk, die Chance erkannt, sich auf den Hype draufzusetzen, hat die Wissenschaftler, die bei denen auf der Payroll stehen, wie zum Beispiel Imperial College in London und auch die Deutsche die Helmholtz-Stiftung, die haben dann die Modellrechner vorgeschickt, um Panik zu schüren. Millionen Tote, wenn Sie sich daran erinnern, wird es geben. Und die Wissenschaftler sind dann zu den Politikern gegangen. Zum Beispiel Wieler und Drosten sind zu Seehofer gegangen, das weiß man. Und Seehofer war vor dem Treffen nicht in Panik. Nach dem Treffen war er es. Ein paar Tage später kam das Panikpapier in Umlauf, wo dann geschildert wird, wie wir alle schrecklich ersticken werden und es ganz schrecklich sein wird. Das heißt, meiner Ansicht nach war das eine Aktion, die von so einem Netzwerk ausging, die Wissenschaft eingespannt hat, die haben die Politik in Panik versetzt und die Politik hat die Medien dann instruiert. So rum war es gewesen. Das kann man schön sehen in den Lockdown-Files in Großbritannien, wie da quasi die Politiker und die Chefredakteure so mal so nebenbei, ach mal, da mal eine Schreckensmeldung, hau das mal raus, mach mal da so richtig Angst. Es ging da wirklich so zu. Und dann hat das Verhängnis seinen Lauf genommen. Dann waren wir offen gewesen als Gesellschaft, um den Retter herbeizusehnen. Erlöse uns von dem Übel. Schick Moses. Dass er mit Bibelbeispielen kommt, ist ja als ehemaliger Maoist auch toll. Also und dann ging es los. Ich habe mir damals noch gedacht, okay, haben Sie gelernt von der Schweinegrippe. Ein bisschen mehr Panik schüren wäre hilfreich. Aber ich habe in meiner Naivität, ich war immer noch naiv und habe gedacht, Sie werden die Kinder verschonen. Und die Schwangeren haben es nicht gemacht. Das Ganze wurde auch vorbereitet. Da wird ganz sicherlich Beate Bahner, liebe Beate, hallo, was dazu sagen. Ganz wichtig, die Verordnung bezüglich Coronavirus. Also da wurde es vorbereitet, dass der Hersteller von Impfstoffen keine Packungsbeilage braucht. Er kann abgelaufene Genimpfstoffe verwenden. Er kann nicht zugelassene Substanzen verspritzen und so weiter und so fort. Ja? Und Pharmaunternehmen und Angehörige von Gesundheitsberufen im Schadensfall von der Betrugshaftung. Okay, in dem Fall Gruß an Herrn Freud, stimmt. Befreien. Ja? Aber da wird Beate sicherlich was dazu sagen. So einen kleinen Pferdefuß hat das schon. Und meines Erachtens liegt grobe Fahrlässigkeit vor. Also ich bin mal gespannt, ob das mit der Haftungsfreigabe dann tatsächlich so funktionieren wird. Okay, dann auch ein Bild, habe ich von dir, Kai, hast du gefunden. Lehrbuch, Standardlehrbuch der Mediziner Infektiologie, Oktober 2020, bezüglich mRNA-Gentherapien, Impfstoffe. Trotz dieser Erfolge im Experimentalmodell bleiben zahlreiche Fragen zur Sicherheit und Effektivität im Menschen dieser neuen Impfstoffgeneration zu klären. Das war das Lehrbuch. Ja, und 3 Monate später wurde Impfstoff zugelassen. Pff. Interessant. Mal ganz Basics, ganz schlicht gedacht, was wissen wir in der Immunologie? Wir wissen, dass Atemwegsinfektionen sich auf der Schleimhautebene erstmal abspielen. Alle unsere Atemwege sind ausgekleidet mit Schleimhäuten und da ist ein Immunsystem drin, und zwar das angeborene Immunsystem. Das ist unspezifisch, das reagiert sofort. Und die Frage ist, wenn der äußere Schleim durchdrungen wird von den Viren, gelangt es eben in die Schleimhaut rein und dann kommt es auf das angeborene Immunsystem, das wehrt das entweder ab. Das merken wir dann mit ein bisschen Fieber und ein bisschen Gliederschmerzen vielleicht.
oder es schafft es nicht abzuwehren, dann kommt es tiefer in die Lymphe rein und dann kommt das erworbene Immunsystem zum Tragen. Zum Beispiel, wenn wir eine ähnliche Erkrankung vorher schon mal hatten, dann hat man Antikörper und die wirken dann eben im Gesamten, im System. Das heißt, im Klartext, wenn ich durch eine Impfung Antikörper generiere, kommen die gar nicht in die Schleimhaut rein. Es ist nicht möglich, dass eine Impfung gegen Atemwegsinfektionen vor Ansteckung schützt. Es ist unmöglich, weil es kann nur schützen vor schweren Verläufen. Das steht im Lehrbuch. Aber hat irgendwie niemanden mehr interessiert, denn der Impfstoff wurde zugelassen. Das ist die Zulassungsstudie. Da könnten wir jetzt allein ein paar mehrstündigen Vortrag darüber halten, was an dieser Studie, beziehungsweise man müsste versuchen zu finden, was an dieser Studie richtig ist. Das wird dann schwieriger. Das ging schnell. Das Lustige ist auch zum Beispiel, egal wo Sie hingreifen, ja, darf ich es gerade noch mal sehen? Ich war in Leitlinienkommissionen mit Autor gewesen, also da, wo Behandlungsrichtlinien festgelegt werden wissenschaftlich. Und ich war in einer Leitlinie für Adipositas, der Interessenskonflikt beauftragte. Das heißt, ich habe überprüft, was für Interessenkonflikte haben die Autoren, sind sie auf der Pharmazie, irgendwelche Jobs, Vorträge, sind sie dann in irgendwelchen Positionen. Weil es ist Usus, dass man eben über Dinge, wo man selber auch befangen ist mit Geld, nicht dann abstimmen darf, ob sie jetzt geeignet sind für Therapie oder nicht. Und diese Autoren waren größtenteils, haben Interessenkonflikte angegeben, weil sie meistens Mitarbeiter von Pfizer waren. Aber unter anderem, wenige haben keinen Interessenkonflikt angegeben, unter anderem zwei. Und zwar diese hier und er hier. Die sind Multimilliardäre inzwischen. Die hatten vorher schon Millionen an Fördergelder gekriegt für die Forschung und die schreiben eiskalt rein, sie haben keinen Interessenkonflikt. Ich weiß, wie man das nachprüft, ich habe das nachgeprüft, die haben angegeben, sie haben keinen Interessenkonflikt. Also allein schon da. Ja? Nee. Also ich hätte es dann als Interessenkonfliktbeauftragter gesagt, Leute, nee, so nicht. Ja? Also bevor er das nicht korrekt angibt, bleibt das mal auf Halde liegen. Aber es war ja dringend. So. Im Prinzip, wenn wir Objektivität hätten, wenn wir Staatsanwälte hätten, die Lust darauf haben, Objektivität zu überprüfen, wäre dieses Buch eine Anklageschrift gegen die beiden. Weil da ist die ganze Kumpanei mit dem Paul-Ehrlich-Institut dokumentiert. Wieder so mal schnell so aus der Hüfte raus, ach ja, da die Studie passt nicht, wie biegen wir das zurecht, machen wir da, unfassbar. Also direkt nachzulesen. Die ganze Zulassungsstudie, also jeder Punkt allein reicht, dass man die nicht akzeptiert hätte dürfen. Allein schon diese 95% Wirksamkeit gegen Ansteckung ist biologisch unmöglich, ich habe es vorhin erklärt, kann nicht stimmen. Dann schauen Sie mal, es werden dann die schweren Fälle verhindert, in der Gruppe von 20.000 jeweils, in der Impfgruppe einer ins Krankenhaus mit einem positiven Test, in der Placebo-Gruppe 9. Was für kleine Zahlen. Es gibt etwas, wo ich immer schaue drauf, wenn ich eine Studie lese. Was ist die sogenannte Dropout-Rate? Das heißt, wie viele sind eigentlich aus der ursprünglichen Gruppe rausgenommen worden, aus irgendwelchen Gründen, Protokollfehlern oder so. Da kann man nämlich wunderbar die Probanden verstecken, deren Ergebnisse nicht passt. Ja? Also wir haben hier 8 und 9. Was sind rausgenommen worden aus der Impfgruppe Gruppe 352, aus der Placebo-Gruppe 411? Na super. Ich höre jetzt auf, jeder Punkt. Niemals, niemals hätte diese Studie zur Zulassung führen dürfen. Das war nur möglich gewesen, weil politischer Druck herrschte. Die erste Zulassung erfolgte von der FDA, den Amerikanern. Stephen Hahn war der Chef der FDA. Wo ist er heute? Im Vorstand der Firma, die Moderna finanziert hat. Dem hat man halt gesagt, Herr Hahn, Sie haben Familie. Sie können den Weg gehen oder den. Also das stinkt nicht zum Himmel, sondern noch rüber hinaus. Es ist fürchterlich. Ja, und das ist eine Lüge.
Also entweder er ist komplett unfähig, was ich nicht glaube, oder er lügt da die Bevölkerung an. Es ist unmöglich, dass die Impfung vor Ansteckung schützt, wegen der Schleimhautimmunologie. In dieser kurzen Zeit, 20.000 pro Gruppe zu organisieren, zu überprüfen, da brauchen Sie auch Unterunternehmen, die das dann in bestimmten Krankenhäusern oder in Impfzentren oder wie auch immer überwachen. Eine Unterfirma hatte eine Mitarbeiterin, die eine bestimmte Gruppe zu überwachen hatte, die heißt Broke Jackson. Die hat dann gemeldet an diese Unterfirma von Pfizer, da stimmt was nicht. Impfnebenwirkungen werden nicht protokolliert, da wird entblindet, der Untersucher weiß, wer Placebo ist und nicht. Ist unregelmäßig. Dann hat sie kein Feedback bekommen. Dann hat sie es gemeldet an die FDA, also an die zentrale Zulassungsbehörde. Einen Tag später war sie gekündigt. Und dann heißt der, ja, das war so ein Einzelfall. Ja? Faktenfinder. Einzelfall. Nein, das ist ein Hinweis, dass man einfach mit aller Gewalt bestimmte Ergebnisse wollte. Dann hat man diese Impfzulassungsstudie nachgerechnet, und zwar so, wie es sich gehört, von Peter Doshi, das ist der ehemalige Herausgeber vom British Medical Journal, der kam dann bei jedem 800. auf eine schwere Impfnebenwirkung in der Zulassungsstudie. Und jetzt muss man wissen, die Originaldaten werden verschlossen. Also die Zulassung von Medikamenten läuft so, stellen Sie sich mal vor, Sie schreiben eine Arbeit in der Schule. Sie kriegen die Arbeit vom Lehrer, die Aufgaben, Sie beantworten die Aufgaben, und Sie geben die Note zurück zum Lehrer. Und der Lehrer sagt, ja, ich würde es mal gerne nachprüfen. Sagen Sie, nö, in 75 Jahren. So läuft das. Und zwar nicht nur bei Covid, sondern generell. Ja, also Sie kommen nicht als die Kontrollbehörden dürfen Sie anfordern, aber die machen es nicht oder verschließen es. Wenn Sie als Wissenschaftsgruppe dann die Originaldaten, zum Beispiel, wer ist aus welchen Gründen diese Dropout-Rate? Wer von den 400, was hatten die? Warum sind die nicht aufgenommen worden? Sie kriegen es nicht. Davon abgesehen. Das sagt natürlich auch Doshi und sagt, wäre halt schön, wenn wir mehr wüssten. Ja, aber schon allein das zeigt jeder 800. Aber das Ding ist eben durch die Decke geschossen. Mit der ganzen Propaganda, die Sie ja kennen, mit dem Ergebnis, dass weltweit 13 Milliarden Impfdosen injiziert wurden. 13 Milliarden. Wenn man die Döse nebeneinander legt, ich weiß gar nicht, guckt man zweimal um die Erde rum oder so. Weiter, glaube ich. Verrückt. Das erklärt übrigens auch diese wahnsinnigen Qualitätsmängel der Produktion. Dadurch, dass ich so ein bisschen im Zentrum auch stehe, schreiben mir wahnsinnig viele Leute, die sich sehr gut auskennen. Spezialisten für zum Beispiel den Aufbau von Pharmazie-Produktionsstätten, die sagen, es ist unmöglich, sie können das nicht so schnell produzieren. Die ganze Sterilkette klappt nicht. Die Qualitätskontrolle ist unmöglich. Ja? Und ich meine, können Sie nur daran erinnern, am Anfang hieß es, Kai, wie viel Grad musste gekühlt werden? Minus 70 Grad. Ich habe einmal so ein Kühlauto gesehen, das ist rumgefahren mit so wahrscheinlich Impfstoffe drin. Ja, und plötzlich spielt es alles keine Rolle mehr. Wahrscheinlich zum Glück, weil die Verpackung der mRNA, also die mRNA selber ist sehr instabil, die zerfällt sehr schnell und die Verpackung soll das ja verhindern, die Nanolipidpartikel. Und wahrscheinlich durch diese Schlampereien haben dann die einfach nicht mehr funktioniert, sodass sehr, sehr viele, ich denke die meisten, eine insuffiziente Gentherapie bekommen haben, Gott sei Dank. Also ich glaube, wenn wir nicht die Apokalypse erleben, ja, oh Gott, was für ein Wort. Also wenn es nicht noch krasser wäre, das ist, glaube ich, pure Schlamperei, dass es nicht so gekommen ist. Ist jetzt nur eine These von mir. Okay, jedenfalls, es war ein voller Erfolg. Also das Marketing hat voll hingehauen und ich glaube, wie sie verdient worden, 300 Milliarden, es wurde richtig dick verdient. So, jetzt gibt es aber die Verpflichtung der Impfüberwachung. Ja, wir haben Institutionen, die sind gerade bei neuen Medikamenten verpflichtet nachzugucken. Ja, die Zulassungsstudien kennen wir, aber wie ist denn jetzt in der Wirklichkeit? Sind da doch irgendwie Fälle aufgetreten? Und jetzt muss man natürlich wissen, dass die Impfstoffe ja eine bedingte Zulassung hatten in Europa. Das heißt, die Zulassungsbehörden waren ganz besonders in der Pflicht, genau hinzugucken. Und vor Corona hat schon ein Dutzend von Verdachts
Todesfällen gelangt, um eine Zulassung zu stoppen. Die maximale Todeszahl für eine Medikamentenrücknahme lag vor Corona bei 50 Verdachtsfällen. Schon der erste Pharmakovigilanzbericht von Pfizer sprach von 1200 Verdachtstodesfällen. Völlig irre. Ja, es ging gerade so weiter. Schon allein die offiziellen Meldezahlen liegen 150 Mal höher als bei Grippeimpfungen. Vor Corona, ohne diese ganze Angstkampagne, hätte man sofort gestoppt. Nein, es ging einfach weiter. So sieht es dann aus. Zum Beispiel, das sind die Meldefälle in den USA. Ja, och, nö. Gehen wir weiter. Es ist völlig irre. Die CDC ist beauftragt, wie bei uns das Paul-Ehrlich-Institut, die Nebenwirkungen zu überwachen. Und die haben so ein Alarmsignal eingebaut, das nennt sich Proportional Reporting Ratio. Das heißt, es wird geschaut, welche Art der Impfnebenwirkung tritt auf in einem Faktor 2, 3 im Vergleich zu anderen Impfungen. Und die haben das einfach nicht weitergegeben, wie sie unter Druck gesetzt wurden, das zu veröffentlichen, was kam raus, in 770 verschiedenen Symptomen. Von Herzrhythmusstörungen bis Nervenschmerzen, bis Sehstörungen, bis was weiß ich. Ist der Alarm losgegangen. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Also ich sehe das in der Praxis, natürlich kommen Patienten zu mir gezielt. Ich bin keine repräsentative Praxis. Ich habe vielleicht so etwa 60 schwere Impfnebenwirkungen inzwischen gesehen. Und das ganz Typische, heute wieder auch, ist diese verschiedensten Muskelirritationen, Muskelkraftverlust, Empfindungsstörungen, Faszikulationen, Zittern, im Verbund auch mit Herzrhythmusstörungen, Herzdruck, Leistungsverlust. Das ist so typisch, das habe ich noch nie in dieser Konzentration erlebt. Und wenn das, ich sage es jetzt einfach mal ganz profan, wenn das nichts mit der Impfung zu tun hat, fress ich einen Besen. Es ist so augenfällig. Ja? Man muss aufpassen als Arzt. Ja, mir ist auch schon passiert, dass ich Patienten behandelt habe und gedacht, ach, typischer Impfschadensfall, und dann hatte der keine Covid-Impfung. Ja? Also man muss schon versuchen, irgendwo auch objektiv zu bleiben. Aber das, was ich erlebt habe, das wirklich ist so augenfällig, dass es jeden Verdacht rechtfertigt. Und dann gab es die Impf-SURF-Studie von Professor Mattes von der Charité. Der hat angefangen, Leute, die im Impfzentrum eine Covid-Impfung bekommen haben, dann anzusprechen, ob sie zur Verfügung stehen für eine zweijährige Nachbeobachtung. Und er hat damit angefangen und hat dann schon nach kurzer Zeit gemerkt, hoppla, da geht was gehörig schief. Die Leute haben ja total viel Beschwerden. Und hat dann sich verpflichtet gefühlt, ja selbstverständlich, was denn sonst, in die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, hoppla, wir haben ein Problem. Was wurde er niedergemacht, auch von unserem Operettenpräsidenten hier, wo ist er? Nicht ich, der ist es. Er hat seinen Titel von Olaf Scholz erhalten in Hamburg vom Senat, ehrenhalber. Und dann kam es, wie es kommen musste, Charité distanziert sich von Mattes Aussagen. Völlig verrückt. Natürlich kann man methodisch diese Impf-SURF-Studie angreifen, aber wir haben nichts Besseres. Ja, es wurde immer versäumt, eine signifikante Stichprobe zu ermitteln, die sogar da ist. Wir hätten sie, die nationale Kohorte. Und dann eben Geimpfte und Nicht-Geimpfte miteinander zu vergleichen, aktiv zu befragen. Und dann wüssten wir heute, was los ist. Es wird bis heute nicht gemacht. Und bis dahin ist die Charité-Studie von Mattes das Beste, was wir haben. Und wir sprechen inzwischen von jedem 125. Wie viel werden es denn sein? Ja, oder dann gibt es dann solche Studien, gut gemachte Studien, gut veröffentlicht in bekannten Magazinen. Und da steht dann mal einfach so da, ja, also es ist ein Problem mit diesen sogenannten G4-Antikörpern durch die Impfung, vor allem durch die Booster. Und die können halt Krebs auslösen oder Myokarditis. Steht da einfach so da. Die Zulassung läuft weiter. Ich schätze, dass etwa 30.000, 40.000 an der Impfung gestorben sind. Und ich schätze, dass etwa 200.000 schwerwiegende und teilweise dauerhafte Nebenwirkungen haben. Das ist meine Schätzung in Deutschland.
Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das ist so, nach den Zahlen, die ich habe, würde ich sagen, das sagt mir so meine Erfahrung. Das so wird es etwa drauf hinauslaufen. Und das sind Zahlen. Also ich habe immer gesagt, Leute, ich habe es im Bundestag gesagt, uns droht ein Kondagan-Skandal hoch 10. Genauer gesagt, eigentlich hoch 50. Ja, und es geht einfach weiter. Jetzt versucht man es halt, daraus Long-Covid zu machen. Und wie subtil da gearbeitet wird. Ja, also einmal sagt Pfizer, sie erhöhen das globale Marketing- und Werbebudget. Zum Beispiel, ist keine direkte Verbindung, aber es würde man, wenn jemand recherchieren würde, könnte ich mir vorstellen, dass man das findet, ja, indem man Long-Covid-Symptome in Videospiele einbaut. Damit die Spieler dann, wenn sie bestimmte Symptome, jetzt habe ich Long-Covid. Also, das Paul-Ehrlich-Institut hat eine erhöhte Verpflichtung, gesetzlich hier nachzuschauen, ob wir Probleme mit der Impfung haben. Sie haben die gesetzliche Auftrag, ihre Meldedaten, die das Thema immer unterschätzen, bis zum Faktor 40 weiß man doch, dass Meldesysteme das tatsächliche Risiko unterschätzen. Und sie haben die Verpflichtung, es mit den Krankenkassen abzugleichen, deren Daten über Impfnebenwirkungen, sie haben es nicht gemacht. Ja. Ein Krankenkassenchef hat dann gesagt, okay, jetzt muss ich es halt machen. Hat dann nachgeguckt, hat gesagt, Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ein richtiges Problem. Dann ging es los. Tom Lausen, also ist sowas von seriös. Und dann trennt sich vom Vorstand. Der Herr Schöfbeck hat das vorausgesehen. Ja, der war auch am Ende seiner Dienstzeit gewesen und gerade rutscht mal den Buckel runter. Ja. Aber ich meine, das wird für spätere Aufarbeitungen einfach wichtig sein. Es war alles bekannt. Ja. Und sowas ist halt sehr wichtig. Und da ist es halt nun mal so, das ist ein AfD-Abgeordneter. Ich würde mir wünschen auch, dass da ein FDP-Abgeordneter steht oder ein CDU oder wer auch immer. Aber es waren nur die Abgeordnete der AfD, die ihn da nachgefragt haben. Und da bin ich denen sehr dankbar, dass wir diese Schriftstücke haben. Er hat das Bundesministerium für Gesundheit gefragt, was ist denn los? Nichteinhaltung des Gesetzes, § 13, Infektionsschutzgesetz, Absatz 5, muss doch das Paul-Ehrlich-Institut abgleichen mit den Krankenkassen. Antwort, Professor Edgar Franke, parlamentarischer Staatssekretär, nein, bislang fanden keine Gespräche der Kassenärztlichen Vereinigung hinsichtlich der Datenübermittlung statt. Ja, ich habe den Bankräuber, da steht er, da ist der Film, da sind die Fingerabdrücke, wollen Sie, nö. Also es ist auch schön, dass wir lachen. Also wir müssen auch darüber lachen. Ja? Aber es ist natürlich todernst. Ja? Weil plötzlich haben wir eine Übersterblichkeit. Und die hört ja nicht auf. Ja, in Deutschland etwa 21.000, 34.000 Tode, 22.000, 36.000, 66.000 Tode mehr als erwartet. Und bei den Jüngeren, wo kommen die her? Ja. Wir haben Rückgang der Geburtenrate. Was sagen Sie jetzt? Habe ich gelesen, ist auch toll. Weil weil die Ehepaare, wie war das nochmal, kriege ich es zusammen, die hätten sich gedacht, sie warten ab, bis Covid vorbei ist und dann erst gibt es dann den Nachwuchs. Also irgendwie. Und der ist im Lockdown, ja. Echt, also. Es kostet einfach Kraft, die Wirklichkeit so abzuwehren. Ja? Übrigens ist das wirklich auch das Einfallstor für neurotische Störungen, ja, für Zwangshandlungen. Wenn ich also ständig die Wirklichkeit so ablocken muss, wir werden also ein Land der Neurotiker werden, für die, die es nicht schaffen, sich der Wirklichkeit zu stellen. Ja, dann haben wir das hier. Ja,
Keiner überprüft es, keine Obduktion. Da, wo Obduktionen gemacht werden, kommen erstaunliche Sachen raus, wie beim Herrn Mörz in Dresden, der Impfspikes im Gehirn gefunden hat. Toll. Und neulich hat mir das jemand zugeschickt, das ist aus einer Ortschaft, das ist ein Fußballverein oder ein Sportverein aus dem Odenwald. Also das ist fassungslos. Was schreiben die? Also das steht auf Seite 19 des Vereinsblättchen, ganz aktuell. In den letzten Monaten haben uns leider eine Anzahl an Mitgliedern, Ehrenmitgliedern verlassen, wie wir es in dieser Menge in den letzten Jahren nicht erlebt haben. Ja. Gehen Sie weiter. Nichts passiert. Und dann kommt sowas. Im Ärzteblatt. Die Impfung hätte 20 Millionen Todesfälle verhindert. Wir haben eine Infektionssterblichkeit weltweit nach Ioannidis, inzwischen, es geht immer weiter runter, von 0,1%. In den in westlichen Ländern mit den höheren Alterskohorten 0,3%. Also im Bereich der Grippe. Weltweit 0,1%. Jeder Tausendste. Multiplizieren Sie mal 20 Millionen mit 1000. 20 Milliarden Erdbürger. Ich glaube, wir sind 7 Milliarden, oder? Oder ist inzwischen wieder mehr? Indien gibt Gas. Ja? So ein Schwachsinn steht im Ärzteblatt. Und die werden nicht rot. Ja? Unfassbar. Und dann wird gesagt, naja, Pech gehabt, haben ihre Arbeit verloren, haben keine Kraft mehr, haben ständig Herzrhythmusstörungen, haben eine Immunerkrankung, vielleicht sogar das mit dem Krebs, Turbokrebs wird nicht untersucht, aber vielleicht stimmt es, vorhin haben wir gesehen, dass es wissenschaftlich auch vermutet wird. Aber Sie müssen beweisen, dass es von der Impfung kommt. Nein, es ist Rechtslage. Wir werden es gleich auch noch vom profunderen Mund hören. Dass bei neuen Arzneimitteln muss der Hersteller beweisen, dass es keine andere plausible Erklärung gibt. Passiert nicht. Ja? Was war da neu? Der Impfprozess hat der eine geklagt, weil er sein Augenlicht wegen Thrombose verloren hat. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat der Richter gesagt, naja, das könnte ja das hohe Cholesterin sein. Der Richter. Also wir haben keine Arzneimittelsicherheit mehr. Es ist vorbei. Das war letztendlich auch das Ziel der ganzen Corona-Krise, die zu pulverisieren. Jedes Medikament, was jetzt auf den Markt kommt, wäre ich sehr vorsichtig. Warten Sie ab. Nehmen Sie es nicht. Wenn der Arzt sagt, oh, da habe ich jetzt einen Mercedes, was ganz Neues. Finger weg. Warten Sie ab. Ja, bewährte Medikamente weiternehmen. Und es wird auch ein großes Problem sein in der Zeit, dass Leute auch Skepsis bekommen vor notwendigen Behandlungen. Das wird auch negative Effekte auslösen. Aber sie können neuen Medikamenten im Moment nicht vertrauen. Fürchterlicher Zustand für mich als Arzt. Ich kann da meiner Unterschrift auch nicht trauen. Ja, unter einem Rezept. Also es ist quasi vorbei mit der Arzneimittelsicherheit. Und dann haben sie noch einen draufgesetzt und den Impfzwang eingeführt. Unfassbar. Das ist natürlich ein Experiment gewesen und verstößt gegen Artikel 7 des Völkerrechts. Das habe ich hier vorgetragen im Bundestag. Ich habe Fälle geschildert von Patienten. Ich habe im Protokoll nachlesen können, beziehungsweise Augenzeugen haben es berichtet. Die Herrschaften von Grün, Links, Rot, Schwarz haben gerufen, was ist das für einer? Dem gehört die Approbation entzogen. Ist der überhaupt Arzt? Völlig herzlos, kalt. So, und jetzt ist die Frage, wurden Straftaten begangen? Und die beantworte ich jetzt einfach mal als Laie, aus meinem Gefühl heraus. Das ist ja oft leider nicht unbedingt das Gleiche, wie wir fühlen, wie dann letztendlich auch das juristisch gesehen wird, manchmal ja auch zu Recht. Aber ich finde einfach, dass wir uns in der Medizin schon sehr, sehr lange an den Regelbruch gewöhnt haben. Ja, es geht in der Doktorarbeit los, da werden ein paar Daten hin und her geschoben, dass die Kurve passt. Das geht mit Forschungsarbeiten los, das geht damit los, dass ich irgendwie sonst was verändere, dass ich irgendwelche Normwerte verändere, damit ich mehr verkaufen kann. Der Regelbruch ist gang und gäbe in der Medizin, auch in den Behörden. Ja, ich lasse da jemand an der Fortbildung reden, der aber eigentlich von Pfizer bezahlt wird und sagt das aber nicht und so. Es ist normal. Und wenn ich mich daran gewöhnt habe, durch eine Einbahnstraße zu fahren,
uns passiert nichts, dann ist auch nichts. Wenn ich geblitzt werde, okay, habe ich eine Verkehrswidrigkeit begangen. Ich gewöhne mich dran. Vielleicht fahre ich auch immer schneller, fahre ich mal mit 80 durch. Doch was passiert, wenn ich einen Fußgänger überfahre? Das ist kein Verkehrsrecht mehr. Also ich habe mich jetzt nicht erkundigt, aber ich gehe davon aus, das ist dann Strafrecht. Das ist fahrlässige Tötung. Da können Sie nicht sagen, es hat doch immer geklappt. Nein, es ging schief. Und diesmal ging es richtig schief. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Herren vor Gericht gehören wegen fahrlässiger Tötung. Herr Čičoček hat, Sie haben es vorhin gesehen, er hat seinen gesetzlichen Auftrag nicht erfüllt, die Impfnebenwirkungen so zu überwachen, wie es vorgeschrieben ist. Und damit hat er den Menschen sie einfach ins offene Messer rennen lassen. Herr Wieler hat so oft falsch informiert, hat Panik geschürt, hat auch das mit den Impfnebenwirkungen runtergespielt. Und die beiden Herren hatten die Dienstaufsichtspflicht. Sie wurden mehrfach daran erinnert, mehrfach im Bundestag Anfragen, doch endlich mal hier tätig zu werden. Sie haben es nicht getan. Sie haben eiskalt das Risiko in Kauf genommen, dass wir alle durch diese Impfstoffe massiv geschädigt werden. Und das ist es eben, was passiert, wenn man eine Einbahnstraße fährt und jemand kommt zu Schaden. Dann ist man dafür verantwortlich. Und wenn ich wissen will, Sie haben vorhin Angela Merkel gesehen, Angela Merkel. Wenn ihr jetzt gedacht, okay. Sie will Leben retten und Lockdown ist wichtig und es kommt eine große Gefahr. Also wenn ich Leben retten will, für die Bürger, für die ich verantwortlich bin, dann hole ich mir als Berater die Champions League, ja, und nicht die Kreisklasse. Ioannidis, Schrappe, Sönnigsen, das sind Epidemiologen, das sind keine. Er ist Spezialist dafür, wie man Industrieinteressen in die Medizin reinbringt. Das lernt man auf der Public School in Harvard. Dann, da war ich selber dabei gewesen, die Geschichte mit dem Stefan Kohn. Also ein Beamter, der es geschafft hat, eine Risikoanalyse zu machen, die den heutigen Ergebnissen standhält. Er hat es genau vorausgesagt, was der Lockdown macht. Er hat es, da war er autorisiert, auch wenn Seehofer das Gegenteil behauptet. Er war an dem Tag autorisiert, diesen Bericht in die Krisenstäbe der Länder einzuspeisen und jeder hat es gewusst, jeder hatte ihn auf dem Tisch. Dann kam der Chef zu Maischberger, hat versucht, ihn zu psychiatrisieren. Ja, und er hat den Briefkopf falsch verwendet und so. Nein, Stefan Kohn hat saubere Arbeit gemacht als einziger Bundesbeamter. Und hat die Bevölkerung gewarnt. Sie haben es gewusst. Ja? Und wenn ich dann sowas lese, Sachverständigenrat, die dann irgendwann auf Seite 35 ihres Berichts dann schreiben, 22, wer alternative Lösungsvorschläge oder Denkansätze vorstellt, wurde nicht selten ohne ausreichenden Diskurs ins Abseits gestellt. Ja, schön. Kommt ein bisschen spät. Der Chef dieses Sachverständigenrats heißt Stefan Huster, Rechtsprofessor, hat wichtige Positionen im Arzneimittelrecht. Ja, und er äußert sich auf Twitter. Zum Beispiel, wenn er einen Arzt sieht, ein kleines Videostatement, der erklärt, warum er sachlich das Vorgehen der Behörden als ein Verbrechen sieht. Was sagt Herr Huster dazu? Ja, angesichts dessen, dass nicht selten ohne ausreichenden Diskurs Experten ins Abseits gestellt wurden. Herr Huster schreibt dazu, ja, Cancel Culture. Aber meines Erachtens kann man Sendungen und übrigens auch Juristen, die derartigen verirrten Hetzern wie diesem Frank eine Bühne bieten, nur verachten und schneiden. Das ist das intellektuelle Niveau dieser Herrenschaften, die uns in diesen Mist reingeritten haben. Ja, das sind sie. Okay. Noch eine Schippe drauf, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
ist ja in Deutschland schwierig, weil es ist schon gefühlsmäßig reserviert für den Holocaust. Und was Deutschland im Dritten Reich erlebt hat, ist das schlimmste und barbarischste Verbrechen, was es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Aber das Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist nicht auf den Holocaust beschränkt, sondern ich werde es Ihnen nachher gleich die Definition zeigen. Und die Frage ist, ob ein solches Verbrechen vorliegt. Und da spielt für mich eine ganz entscheidende Rolle diese Arbeit hier von der Yale University, angefangen 2020, als der Impfstoff noch gar nicht entwickelt war. Da haben die untersucht, angeblich, was sind die effektivsten Botschaften, mit denen Menschen zur Impfung motiviert werden können. Und herauskamen Botschaften wie: Impfgegner sind Sozialschmarotzer. Ja, Impfgegner gefährden die Gesundheit unserer Familie. Impfverweigerer nehmen uns die Krankenhausbetten weg. Das haben die veröffentlicht. Ja, das heißt, sie haben mit dem Feuer gespielt. Weil das sind Effekte, die nennt man auch Gruppenmoralismus. Das ist in uns drin. Wir können den Nachbarn, mit dem wir vorher noch Feste gefeiert haben, erschlagen. Wir haben diese Kraft in uns drin, diese Macht. Wenn wir vorher aufgehetzt werden, uns moralistisch über den anderen zu erhöhen, dass wir es als notwendig erachten. Es ging vielleicht mal evolutionär darum, Gegner um Nahrungsquellen auszuschalten. Aber man kann uns so aufhetzen, das zeigen auch die Milgram-Experimente, dass Menschen, wenn ein autoritärer Mensch sagt, sie müssen jetzt dem den Stromschlag geben, weil es ist für eine gute Sache. 80% machen das. Und die haben damit gespielt, mit diesem Gruppenmoralismus. Jeder seriöse Psychologe hätte gesagt, Finger weg. Nachher werden Leute, die vielleicht aus guten Gründen sich dagegen entscheiden, gesteinigt. Und das ist ja fast passiert. Ja? Und die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Ja? Aber was da an Zitaten gelaufen ist, von Politikern zum Beispiel, ja? Tobias Hans, es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Ja? Oder, gut, Böhmermann brauchen wir gar nicht reden. Knau, Leiterin, Meinungsredaktion, Taz. Noch immer sind 30% der Erwachsenen nicht geimpft. Wenn es mit Zuckerbrot nicht geht, muss die Peitsche ran. Auch Jauch war dabei. Niedegen. Ich finde auch, es ist höchste Zeit, dass die Impfpflicht kommt. Es ist asozial, sich nicht impfen zu lassen. Und dann solche wunderbaren Altrocker, ja, gegen das Establishment. Wenn die hirntoten Risikopiloten durch die Aerosole zischen, wird es ganz viele noch erwischen. Super lustig. Dann haben wir natürlich die Kollegen, springe ich weiter. Die Sportler sind toll, Hoeneß. Ich kann ziemlich militant werden, wenn sich irgendjemand nicht impfen lässt. Ich glaube, man muss diese Leute konsequent ausgrenzen. Die Kirche natürlich super. Mein Gott, wie peinlich. Wie peinlich schließen die Kirchen. Ja. Das ist auch schön hier. Christen können nicht tatenlos zusehen. Querdenkern könne das Hosianna nicht gelten. Unfassbar. Das ist die Macht des Gruppenmoralismus. Die schaltet Hirn ab und Empathie. Ist wirklich so. Ja. Ganz besonders gern lese ich Peter Sloterdijk vor. Er gilt ihm als Deutschlands führender Intellektueller, Philosoph aus Karlsruhe. Sogenannten Querdenkern kämpfen mit der Ignoranzwaffe und zwar blank gezogen. Das sind Figuren wie aus dem Spätmittelalter, die den Weg in die Moderne und damit zu naturwissenschaftlicher Evidenz und zum Staatsbürgertum nicht mitgetragen sind. Das hat im Verwechseln der eigenen Wünsche der Welt etwas Kleinkindliches. So ein bisschen Hobbypsychologe auch noch, ja. Es gibt für den Selbstgenuss nichts Schöneres als solche Räusche des Irrsinns. Aber jetzt wird es gefährlich. Ich glaube, man muss heute über Aussteigerprogramme für Anhänger der Querdenker und andere Gesundsysteme nachdenken. Ja, Deutschlands führender Intellektueller. Sollte mal ein bisschen Schopenhauer lesen. Ja? Der hat vor 200 Jahren geschrieben, natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand. Ja. Die Folge ist, dass die ganze Gesellschaft plötzlich moralisiert wird und nach den Bösen sucht. Das sind die Guten. Das sind die guten Demonstranten. Die demonstrieren für das Richtige. Mitten in Corona.
mitten in Corona waren die hier auf dem Alexanderplatz gesessen. Nazis sagt natürlich, die Nazis sind die anderen. Ja, Wahnsinn. Und es gibt natürlich dann die schlechten, die bösen Demonstranten. Ja? Zwischen mir und meiner Frau kam ein Polizist, hat 1,50 Meter abgemessen. Ich habe gesagt, wir sind verheiratet, ich zeige meinen Ausweis. Nein, das sind die Bösen. Und das sind böse Menschen. Angelika Barbe zum Beispiel, die war nicht einmal auf der Demo, die hat sich das nur angeguckt, eine DDR-Bürgerrechtlerin mit kaputten Knien, die haben sie abgeschleift. Wie so eine Verbrecherin, sie hat über Schmerzen geschrien. Wahnsinn. Ja? Ein paar Fotografien von Alexander Heil, die Querdenker, die Staatsfeinde, die Nazis mal so darstellen, damit wir sehen, wer das war, wer die Bösen waren. Ja? Das sind die bösen Menschen. Ja? Aggressiv bis zum Anschlag. Ja, auch Ärzte haben die Fahne, das sind Kollegen, die haben die Fahne hochgehalten, ganz toll. Ja, ganz schlimme Forderungen. Ja, provokant. Wie heißt das? Delegitimierer des Staates. Das sind sie. Und so hat man sie weggetragen. Ich habe es erlebt. Und wer es nicht glaubt, sollte mal lesen, was der UN-Folter-Sonderberichterstatter Nils Melzer da geschrieben hat. Ja, er wirft der Polizei eine grausame, unmenschliche Behandlung, in einigen Fällen sogar Folter vor. Das war die Staatsgewalt, die wir erlebt haben. Und die Polizei, braucht sie nicht wundern, wenn ihr Image als Freund und Helfer da ein bisschen Lackschäden bekommen hat. Ich sehe sie mit anderen Augen heute. Und es gibt richtige Opfer. Und beim nächsten Bild, ich weiß gar nicht, wie man das ankündigen soll. Es hat was von politischer Pornografie. Schauen Sie mal. Man hat Angst um die Kerze. Gott hat uns bislang gut geschützt und so weiter. Ich hoffe, er kriegt die Quittung im Oktober. Ich hoffe es. Ja, das sind die falschen Opfer. Die Irren von Arzt zu Arzt werden nicht anerkannt, werden psychiatrisiert, werden in Psychosomatik geschickt, wie heute meine Patientin auch. Es ist schlimm, es ist eine Schande für die Medizin. Ja? Man müsste dringend Forschung jetzt machen und mal irgendwie einen Therapieansatz finden, der schwierig ist. Also bei der Autoimmun, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie der Impfstoff negativ wirken kann. Eine davon ist die Autoimmunschwächung. Und da könnte man vielleicht über Cortison oder neuere Immunsuppressiva was erreichen. Es wird nichts geforscht dazu, es wird nichts gemacht. Und ich warne auch davor, nee, warne ist falsch gesagt. Natürlich versuchen dann Opfer, wenn die Schulmedizin keine Antwort hat, im alternativen Bereich was zu finden. Das ist auch völlig richtig. Nur bitte aufpassen, dass sie nicht zum zweiten Mal Opfer werden. Ja, dass an ihnen Sachen ausprobiert werden, dass sie Tausende von Euro ausgeben, ohne irgendeine Garantie, dass es was bringt, vielleicht sogar schadet. Also auch da vorsichtig, man kann viel ausprobieren, weil wenn es nicht hilft, dürfen sie aufhören. Ne? Es ist wirklich, ich bin gerade auch wirklich therapeutisch verzweifelt, weil es gibt da wirklich nichts, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt mal ein Durchbruch. Diagnostisch vielleicht, man kann hoffentlich bald nachweisen, freie Impfspikes im Blut, sodass man wirklich sagen kann, die kommen von der Impfung und die haben im Blut nichts zu suchen, also hört jetzt auf, mich zu psychiatrisieren. Da sind wir knapp davor, da wird was kommen, aber therapeutisch ist wirklich schwierig. Die Angebote explodieren, kosten viel Geld, aber nichts veröffentlicht an konsequenten und wirklich nachweisbaren positiven Erfolgen. Einzelfälle gibt es immer, aber das hilft nicht weiter. Ja? Und dann hier, das ist einfach unfassbar, die merken es nicht mehr, sie merken es nicht mehr. Ja? Es ist unfassbar. Ja, hier, die drei Könige müssen Masken tragen, Kanzler nicht, die Ministerpräsidenten, ja, die merken es nicht mehr, er sowieso nicht. Und
Die merken es nicht, laufen mit Regenbogen-Dingsbinde ins Stadion, aber die Balljungen müssen Masken tragen in der Hitze. Sie merken es einfach nicht mehr. Ja? Und das werden wir nicht vergessen. Ja? Das werden wir nicht vergessen und das kommt irgendwann zur Sprache, was da gelaufen ist. Es war eine brutale Ausgrenzung. Also nicht mal auf der Parkbank sitzen können. Unfassbar. So, war es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Ich komme zum Ende. Das ist die Definition, ein systematischer Angriff gegen die Zivilbevölkerung. Ich glaube, genau das war's. Und Sie haben diesen Angriff exekutiert. Dass Pharmaunternehmen Gewinn machen wollen, dass Pharmaunternehmen unter Druck ihrer Stakeholder stehen, die unter Umständen wir auch sein können, mit unserer Lebensversicherung, darf man nicht vergessen. Ja? Das ist normal. Aber wir haben Institutionen, die hier einen Riegel vorschieben, sagen, es gibt Sicherheitssysteme, da kommt ihr nicht dran vorbei mit euren Gewinnerwartungen. Und dass diese Institutionen, dass es die nicht mehr gibt, ist deren Verantwortung. Ich glaube nicht, dass wir erleben werden, dass hier eine der Herrschaften sich vor Den Haag im Internationalen Strafgerichtshof verantworten muss. Das glaube ich nicht. Liegen Klagen vor. Aber es wird interessant sein, wie Historiker das einschätzen. Und ich bin der Überzeugung, der Vorwurf eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit wird da eine Rolle spielen. So, und zuletzt noch. Es wäre die Pflicht gewesen, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz durchzuführen. Das heißt, okay, wir lassen euch den Lockdown machen, aber bis Juni 2020 weist ihr nach, dass die Krankenhäuser überlastet, dass sie drohen, überlastet zu werden. Und dann wäre das Ding gegessen gewesen. Niemals hätte man das nachweisen können. Sie haben einfach gesagt, macht und wir überprüfen nicht. Sorry, so stelle ich mir das nicht vor mit dem Bundesverfassungsgericht, aber lassen wir das. Und da wird sicherlich auch Beate was dazu sagen, war mir auch nicht so ganz klar, dass wir auch keine unabhängige Staatsanwaltschaft mehr haben. Das heißt, hatten sie eigentlich nie. Die Anklagen der Staatsanwaltschaft gegen Politiker kann gestoppt werden vom Justizminister. Und da schauen wir nach Polen oder Ungarn und machen denen Vorwürfe, dass die Justiz nicht unabhängig ist. Ja? So, wie kommen wir denn dahin zu den Prozessen zur Aufklärung? Natürlich nicht über die Täter, logisch nicht. Die scheuen das ja, die wissen ja genau, geht schief. Ja? Wir werden auch Hilfe vom Ausland brauchen. Ja? Kennedy und vor allen Dingen DeSantis, das ist meine persönliche große Hoffnung. Also wenn ich ihm zuhöre, da geht mir das Herz auf. Gut, das mit der Abtreibung hätte er vielleicht nicht auf 6 Wochen beschränken können, hätte es auch 10 Wochen getan, es gibt auch Ausnahmeregelungen. Aber alles, was der Mann sonst sagt, hat Hand und Fuß. Und er wird Fauci aufklären, er wird Fauci vor Gericht kriegen, genauso mit ihm, Rand Paul, Senator aus Kentucky. Einfach mal zuhören, wenn Sie einen Film von ihm sehen, da geht einem das Herz auf bei den Leuten. Und wenn die Wahl gewinnen, Trump wird nicht aufklären. Trump hat richtig gedacht, dass das Corona wird seine Wiederwahl gefährden und wollte mit der Impfung eine schnelle Lösung. Also es liegt auch an ihm, dass das so schnell zugelassen wurde und er wird als Narzisst wird er seine Fehler nicht zugeben. Aber ich hoffe, er wird's und dann wird's lustig. Und dann kann sich auch Deutschland der Sache nicht verschließen. Und wir... Was können wir tun? Das, was wir schon getan haben und andere überzeugen, ist auch zu tun. Unsere eigenen Urteilskraft, die stärken, uns trauen. Grundsätzlich Skepsis gegenüber Machthabern. Das ist ein Demokrat ist skeptisch gegenüber seiner Regierung, weil Macht korrumpiert. Es war immer so. Ein Vaterstaat gibt es in der Demokratie nicht. Macht muss kontrolliert werden. Das ist Demokratie. Und Zivilcourage braucht es eben. Und da haben wir doch auch tolle gesehen, muss ich echt sagen. Also es war beeindruckend, wie die Demonstrationen... Es gibt uns, wir sind zwar nicht in ARD und ZDF, aber wir sind hier ausverkauft. Ja? Und wir werden es schaffen, den schlafenden Löwen zu wecken.
Wer ist das? Das ist die arbeitende Zivilbevölkerung, die eigentlich ihre Ruhe haben will, ja, die eigentlich mit Politik nichts am Hut hat, die gesagt hat, ja, lass sie mal machen. Die müssen merken, dass man die nicht mehr einfach so machen lassen kann, sondern dass wir sie abwählen müssen. Und deswegen überall, wo wir sind, im Beruf, in der Familie, bei Freunden, nicht mehr klein beigeben, nicht mehr auch den Mund halten, sondern sagen, es war ein Unrecht, schau dir die Zahlen an, die Krankenhäuser waren leer, ja, die Impfschäden sind grotesk und ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Also fangen wir an, lauter zu werden und es rauszutragen, ja, in unsere Umgebung rein. Und irgendwann wird er aufwachen. Und er fängt an aufzuwachen, das merken wir doch alle. Deswegen sind wir hier, in dem Buch steht alles drin. Und deswegen werden wir die Leute irgendwann, der robuste Optimismus ist vielleicht ein bisschen arg optimistisch, aber ich bin überzeugt, irgendwann kriegen wir sie vor Gericht, weil da gehören sie hin. Dankeschön. Vielen Dank.